Leute, willkommen zurück. Weil es gerade so schön war, geht's weiter jetzt mit Teil 2 mit dem Bomber-Magellan. Und ich hoffe, wir kommen jetzt auf richtig coole Karten, wo wir ordentlich rumfetzen können. Ja, entweder viele Bodeneinheiten wegreißen oder 50 Abschusshilfen schaffen oder auch vielleicht auch mal ein paar Kills, ne? Wer weiß. Und wie gesagt, ich fliege jetzt so weiter, wie ich eben gerade auch gehört habe. Das heißt hier mit der B-25 J20. Zhengzhou. Ah, da fahren. Links und rechts außen, so im Halbkreis, waren, glaube ich, fährt da so ein Konvoi immer. Das Blöde ist, die weichen natürlich aus, wenn man runterfliegt. Das ist anders als bei denen, die im Pulk fahren. Ja, das ist die Karte. Was haben wir geladen? Was lassen wir so? Munition habe ich vorher alles eingestellt. Ich glaube, die ist gut so. So viel Auswahl gibt es bei denen ja auch nicht. So. Ziehen wir mal gleich rüber. Oh, ja, so eine Sache hatte ich auch schon. Ein Crash am Anfang, ne? Und der Kollege flippt dann aus, so wie ich auch dann ausflippe. Und jeder beschuldigt sich, dass man zu doof war, um auszuweichen. Sieht auch witzig aus. Ich werde demnächst, werde ich mir eine neue Grafikkarte holen, dann schraube ich auch die Grafik höher hier. Kackt Fraps auch nicht mehr so ab. Und dann die hoffentlich auch noch ein besseres, so ein hübscheres Erlebnis. Obwohl, selbst, ich meine, das ist jetzt niedrige Grafik. Das ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Ich finde das jetzt nicht so schlecht. Aber wie gesagt, die haben, das muss man Gaijin lassen, sie haben das wirklich schön gemacht hier, auch mit den Karten und auch den ganzen Details, die überhaupt in dem Spiel vorkommen. Also, da kann man nicht meckern. So, die haben da schon Punkt eingenommen. Das Blöde ist, die ME fliegt jetzt so tief, die wird mir wahrscheinlich ein bisschen die Bodeneinheiten vergraulen. Nach links oder rechts. Ich weiß auch nicht, wie der Intervall ist, wenn sie wieder zurück in Linie fahren. Mal gucken. Ja, sie scheren schon aus. Wird trotzdem noch ausklinken. Und ungefähr hier jetzt. Ich glaube, die bleiben jetzt stehen und fahren weiter dann. Relativ zackig. F-82. Sollten wir im Auge behalten. Naja, hat sich gerade für was anderes interessiert. Oder? Ja. Wie sieht's denn bei uns hier unten aus? Okay. Verfehlt, verfehlt. Und verfehlt. Du Messerschmitt-Typ. Alles ist deine Schuld. Das Blöde ist, bei diesen Bodeneinheiten, das bringt doch gar nicht, wenn ich jetzt im Sturzflug runtergehe, denn werden sie sowieso verschwinden. Okay, wir werden mal ein bisschen aktiver hier werden. Einfach weiter durch die Bombensicht. Wir werden mal hier rüber ziehen. Ganz vorsichtig. Wow. Das ist wie eine alte Frau, die darf man auch nicht so hart rannehmen. Ich wollte jetzt im Sinn von. Ah ja, glaube ich, verstehe gar nicht, was ich meine. Ich wollte jetzt nicht rannehmen im sexuellen Sinne, ne? So war das nicht gemeint. Ich meine, wenn man jetzt der Pfleger wäre und sie vielleicht drehen müsste in ihrem Bettchen oder darf man da auch nicht so grob sein, so meinte ich das. Ich glaube, mir wird das ein bisschen zu langatmig gerade hier. Ich werde einfach tiefer gehen und von da aus versuchen, noch ein bisschen auf Bodeneinheiten zu gehen. Vielleicht kite ich auch noch ein bisschen. So, jetzt haben wir wieder unsere Bomben. Alles parat. Unsere Freunde haben uns gesehen. Wow, jetzt habe ich mich erschrocken. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Oh. Ich habe mir richtig in die Hose gemacht. So, da klinken wir mal alles aus hier. Es wird Zeit, davon zu fliegen. Keine gerade Linie. P47.
runter. Er ist noch da. Kommt er wieder. Schon ordentlich zu Klump geschossen hier. Denkt, er kommt damit durch? Ja, ist er auch. Thunderbolt. Oh Gott. Ich hasse die Thunderbolt. Ihr wisst, das sind genau die, die mich ständig bei den, wenn ich mit den Panzern unterwegs bin, abballern. Ach so. Oh ja, stimmt. Die habe ich vorhin erst gekauft. Da habe ich noch gar nicht. Bin ich noch nie geflogen bisher. Thunderbolt. Ich hasse Thunderbolt. Wie gesagt, wie oft habe ich das gehabt? Ich spawne gerade bei den Panzern. Und puff, kommt eine Thunderbolt nach 5 Sekunden. Oder vorhin, wir stehen so schön im Kulk an einer Straße festgekeilt. Jeder hat seinen Platz gefunden. Und pfuh, kommt eine Thunderbolt und killt erstmal 4 von uns auf einmal. Ne? Einfach weil wir so schön nebeneinander standen. Und da reichen natürlich auch die 8 Raketen. Ich sehe dich. Ein Sternchen da. So. Kann ich trotzdem einmal Bodeneinheiten anvisieren. Dann fahren wir weiter durch da. Okay, die Kurve haben sie genommen. Ich fliege jetzt knapp 3,5 Kilometer hoch. Ja, ist ganz schön löchrig mittlerweile. Okay, ich schmeiß mal 2 vor jeder Einheit. Da, da. Jetzt hier nochmal. Da, da. Da, da. Und den Rest von den hinteren, ja. Na komm. Da, da. So, jetzt werde ich einfach schön in die Meute reinfliegen hier. Da kommt schon wieder ein Spitfire. Da ich hier keine aktive Bewaffnung habe, werde ich natürlich auch nicht versuchen, frontal auf irgendwann zuzufliegen. Denn das wäre ziemlich dumm. Das sieht gut aus hier. Vielleicht kriegt man hier ein paar Abschussrufen zusammen. Ja, und schon wieder an mir erschrocken. Gott, oh Gott. Ich bin jetzt so schreckhaft hier. Oh, der gibt aber ordentlich Feuer hier. Und der macht mich da fertig. Der macht mich fertig. Oh, ich komme nicht mehr raus. Ah, noch ein Treffer für 300 drin. Okay. 400. Gut. Wir verlassen unser Wrack. So, einen nehmen wir noch. Hey, jetzt, genau, PBJ. Also machen wir das. 500 mehr ist nicht drin, ne? Nee. Wie gesagt, die Munition habe ich vorher alles schon ausgesucht. Also bei dem... Ich habe ja Bomben, genau. Also bei dem Bomber, den ich vorhin erst gekauft habe, da habe ich natürlich keine Munition. Gehe ich jetzt aktiv rein oder mache ich noch Bombenabwürfe hier? Ja, was ist da los? Ist er. Vor mir. Ich versuche die mal irgendwie zu kiten, indem ich auf deren Booten einhalten, auf deren Flak gehe. Und hoffe, dass die sich da ein bisschen dadurch ablenken lassen. PBJ. Ja, ich bin auch in der PBJ, Bro. Tscheche, kommt wahrscheinlich aus Pilsen. Jetzt wird meine Nase schniffig, eieiei. Die Bodeneinheiten klemme ich mir da, weil ich wird wahrscheinlich keine treffen. Ich werde auch nicht auf die Bodeneinheiten schießen. Ich glaube, in der Bombe gibt es ein bisschen mehr Kohle. Problem ist, jetzt habe ich das Visier. Zack.
Zack. Naja, gibt auch nicht viel mehr. Oh, das war nur ein Treffer. Nicht kaputte Gegend. Zack. Yep. Da ist auch einer. Ich wusste es. Eine will ich nicht rausknallen, auf jeden Fall. Oh, Uni, oder? Was? Konnte ich das leider nicht sehen. Ja, war noch richtig. Bin noch drin. I'm gonna do this! Na, nur eingekitet, das ist nicht viel. Die einen haben wir noch drin. Und wir haben verloren. Schade, schade, schade. Ich wollte gerade auf Heckschützensicht wechseln. Nee, ich wollte nicht sagen, dass ich mir ihn wechseln wollte. Ich wollte wechseln. Ich glaube, ich wollte Visier sagen, aber habe ich jetzt nicht im Kopf. 15. Na, das ist ja mal scheiße, wenn man bedenkt, dass in der Runde davor, also im Video davor, ich bei der letzten Runde Erster war. Aber ist egal, denn wir werden weiter reingehen. So ein Spaß macht uns das. Jetzt weiter die PBJ? Ja, ich denke schon. Den Spaß nehmen wir uns mal. Am Gönnen tun sein. Gott, ich hasse es, wenn ich mein Gehirn einfach zu schnell ist und ich einfach nicht rechtzeitig aussprechen kann, was ich sagen wollte und dann schon wieder in die nächsten Worte kommen und alles sich miteinander vermischt. Nee, hier gehen wir doch mit dem Bomber rein. Hier gibt's ja die ganzen Bodeneinheiten. Sind wir drin? Komm, komm, komm. 2, 1, so, jetzt auch. Ab geht das. Jetzt für den ersten Bomber interessieren mich die Basen mal nicht. Der Vorteil ist unten in der Schlucht da. Ist der Weg so schmal, dass sie nicht großartig ausweichen können. Das heißt, man hat eine gute Chance, auch ausweichende Bodeneinheiten zu treffen. Ob das bei wahrscheinlich gleich 700 km/h noch funktionieren wird, weiß ich nicht. Wir werden es mal ausprobieren. Ich werde mal versuchen, unterwegs hier noch eine Flakstellung mitzunehmen oder wenigstens ein, zwei Einheiten davon. Lass ich mal, weil ich kann nicht rechtzeitig rüberziehen. Unsere Basis ist weg. Habe ich mich gerade richtig verguckt? Habe ich mich richtig verguckt, ja? Kling, kling. Das waren nur Treffer, schade. Kriegen wir hier jetzt alle raus? Kein einziger Treffer, Wahnsinn. Aber Vorteil ist, wir werden noch nicht verfolgt. Jetzt scheren sie aus. Obwohl ich keine Bomben mehr habe. Ganz ruhig, Leute. Ich tue euch nichts. Noch nicht. Abschusshilfe, Abschusshilfe. Okay, ich bin nicht der Einzige, der jetzt hier ein bisschen auf die Kacke hauen will. So, jetzt muss ich mich langsam wieder richtig positionieren. Ich denke, wir können wieder rein. Ja, mit einer größeren Sprengladung wäre es einfacher gewesen. Ich glaube, da hätte ich auch welche weggerissen. Haben wir jetzt aber nicht, also müssen wir so durch. Ich will auch nicht zu tief fliegen, weil ich es schon ein paar Mal gehabt habe, dass ich mir selbst ins Abseits befördert habe. Auf die Auswechselbank des Lebens sozusagen. Ist was drin? Und alle Fail hier doch eine.
Gut, jetzt heben wir uns für die Basis auf. Ah, nur Treffer, schade. Jetzt habe ich auch Verfolger am Start. Ja. Blöd, wir können jetzt nur durch das Tal ausweichen, weil wenn ich jetzt hier hochziehe, dann bringt das überhaupt nichts. Wir haben jetzt zwei an der Backe. Schon ein bisschen härter getroffen jetzt. Uiuiuiuiuiuiui. Ich muss auch demnächst mal gucken, ich weiß nicht wie. Wollt ihr nämlich wegrammen? Wollt ihr nämlich echt wegrammen? Fliegt der noch? Scheiße! Ich hab den nicht mal gekillt. Der hat sich einfach selbst gekillt. Ich weiß, dass die Geschwindigkeit kritisch ist. Aber wir leben noch. Könnt ihr mal sehen, was das aushält hier? Das Bomber. Dornier war das, glaube ich, ne? Richtig schon. Aber ich bin so gut wie hinüber. Jetzt wird vernünftig zielen schwierig. Aus irgendeinem Grund bin ich gerade relativ uninteressant für die Kollegen da. Also wir versuchen mal noch den Bunker platt zu machen. Weggehauen und bap, die holen wir auch noch raus hier, gerade noch geschafft. Das war witzig, das ist mit PBJ. Also ich war gar nicht mit PBJ drin. Was ist los? Ich weiß gar nicht mehr, was fliege ich hier einfach. Ich spiele ja gar nicht World of Warcraft. Das fällt mir gerade auf. Wir versuchen da jetzt einfach weiter mal ein bisschen abzugrasen noch. Ein paar Einheiten sind ja noch da gewesen. Jo. Du mich auch, Alter. Das erinnert mich an diese, wie hieß sie? Laberta? In einem Video, wo ich mit den Wellington geflogen bin. Die einfach mal alle Bodeneinheiten für sich beansprucht hat und dann rumflamed, dass ich tatsächlich, weil ich ja die Bomber vorstellen wollte, dass ich tatsächlich auf Bodeneinheiten gehe. Was für eine Frechheit. Mich dann beschimpft und dann noch versucht abzuschießen. Also mit Spray-Shooting. Die Tunte, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Gut, da habe ich auch nicht nette Worte über sie gesagt, aber das war auch ein bisschen zu krass einfach. Oder zu dreist. Er hält voll auf mich. Halt auch voll drauf. Oh. Ich wurde irgendwie blöd getroffen. Der fliegt immer noch. Ja. Das ist scheiße. Ich muss die Bomben rausknallen. Ich treffe hier noch eine Bodeneinheit damit. Das Fliegen kann ich mir mehr oder weniger sparen jetzt. Also ich kann hier nicht mehr steuern. Oder noch nach links und rechts. Was hat's mir denn jetzt zerrissen? Also hinten sehe ich auch nicht schwarz. Die Klappe ist in Ordnung. Irgendwas hat es mir tierisch kaputt gemacht gerade. Muss wohl an dem Loch im Flügel liegen, oder? Jetzt komme ich langsam wieder ein bisschen runter. Das kann ich jetzt nicht. Obwohl, jetzt kann ich ein bisschen geradeaus fliegen. Weg. Da habe ich ihn kaputt gemacht. Wie sieht es denn aus mit der Basis? Oh, komm! Ich will unbedingt die Tempest versuchen jetzt mal. Oh Gott, aber wir sind ziemlich wackelig hier unterwegs. Wir uns hier nicht mal gleich die. Der fliegt auf uns zu. Scheiße. Scheiße. Flieg woanders hin. Flieg woanders hin. Leave me the fuck alone.
Aber er soll mich verfolgen. Er soll mich ruhig verfolgen. Irgendwie Treffer schon hier? Ne. Aber jetzt kommen die Kollegen, die mich... Die Jack war krass drauf. Die Jack ist krass drauf. Wo ist er? Kommt bestimmt gleich wieder. Er denkt auch, er ist ein Pro-Gamer. Habt ihr gesehen, wie der geflogen ist? Oh, guck mal, was ich machen kann hier. Boah, hier krass. Alles gut, Mann. So. Wir klingen uns aus hier und haben sogar gewonnen noch. Scheiße, hätte ich das noch durchgehalten. Gäbe es ein paar mehr Punkte. Aber ich glaube, wir haben es auch so ganz gut geschlagen, denke ich. Gucken wir mal. Ich glaube, eine machen wir noch, oder? Ich wollte jetzt auch nicht 10 Videos machen, aber ich glaube, eine Runde machen wir noch. Naja, 9. Was? Nur ein Flugzeug zerstört? Schweinerei. Nur 5 Bodeneinheiten? What the fuck? Jetzt bin ich schon ein bisschen verwöhnt, weil es einmal 70.000 gab. Cool, einen nehmen wir noch. Eins gehen wir noch reintun. Ach, Coca-Cola. Ein bisschen Gold, weil es jetzt diese limitierten Aluflaschen gab. Eigentlich hätte ich die von meiner Freundin geholt, aber ein paar waren doppelt, die habe ich einfach mitgenommen. Ne? Und ich mag Coca-Cola nicht so. Ich schmecke mir zu wässrig und zu sehr nach Süßstoff. Ich trinke lieber Pepsi, wenn ich dann mal Cola trinke. Pepsi schmeckt einfach ein bisschen voller und ein bisschen mehr, naja, nach Zucker, wie es halt sein soll. What the fuck? Ah, unentschlossen. Das nehme ich. Ja, ich wollte Bomber zeigen, also gehen wir mal mit Bomber rein. Wenn wir jetzt wieder den B17, den ich mir erst geholt hatte. Ja, können wir schon eine andere Bombe lassen. Wollte ich gerade gucken, können wir schon eine andere Bombe lassen? Nee. Kennen wir nicht. Grüß mir die Sonne. Du auch da, ne? Whiskies. Wie fliegen wir? Ich glaube, manchmal denke ich, ein paar sind so ein bisschen auf weißem Pulver geht. Ich will ja aber eigentlich richtig in Kampf rein. Also ich meine, hier so zu fliegen, wird sich schwer. Also jetzt ordentlich zu fliegen und dann auch wie schön die Basen kaputt zu machen. Kann ich alles, ich gehe auch weiter auf Basen oder Bodeneinheiten, bloß das nicht. Ich will nur ein bisschen tiefer. Ich will halt ein paar Flugzeuge noch mitnehmen irgendwie. Oder zumindest Max the Bear. Oder zumindest relativ abbruchreif schießen. Halt mich jetzt hier da in dem hinteren Bereich auf, also ich versuche das zumindest, wo ich mich jetzt gerade hinbegebe. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie ein Spitfire. Nein! Sie sind hart dran. Ah, ja, badama, kurva! Ich glaube, ich muss ausklinken gleich hier. Ausklinken und austreten. Ich muss mein Leben austreten. Klar aus, die Scheiße hier. Ah, einer habe ich vergessen. Okay, ich habe ein Flugzeug zerstört. Ja, wie gesagt, mit 2 Bodeneinheiten ist das schon mal relativ ordentlich. Oh, da fliegt immer Max the Bear. Wie geht's, Junge? Ja, sie hat ja überlebt. Scheiße, ich bin zu schnell für die Basis. Aber ja. Und noch ein paar andere Kollegen. Und leider nicht mehr so akkurat zielen hier. Das wird nichts. Ich bin schon so abbruchreif geschossen hier. Ah! Jetzt kommt mich nur noch Ram. Ja, wieso kann ich die Bomben nicht ausklingen? Die waren ja gerade fertig. Du kleines Rammer-Opfer. Was hat er jetzt davon? Ich finde Ram dumm, weil ich meine, ihr kriegt ja keinen Abschluss dafür. Das heißt, ihr schafft rechtzeitig noch eure Kugeln auszuklinken, sag ich mal, bevor ihr selbst abgeballert werdet. So, nehmen wir den anderen B17. Also lasst einfach das Ram, das ist vollkommen unsinnig, echt. Wie oft habe ich schon gehabt, ich bin mit einem ultra langsamen Bomber unterwegs und die Leute rammen in mich rein. Wozu? Wozu? Was habt ihr davon?
Ich habe teilweise einen Kill bekommen, weil ich den letzten Schuss abgefeuert habe, bevor der reingeknallt ist in mich. Absolut unsinnig. Die Basen sind fast komplett weg. Die hinterste greife ich mir nochmal. Ich glaube, das schaffen wir. Ich bin relativ zuversichtlich. Sein Kollege Lag macht mir einen Strich durch die Rechnung. Und ich glaube, er will das auch versuchen. Einfach schneller sein als die anderen. Aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Was ist denn hier? Da war gerade noch einer. Wellington. Leg my bitch up. Sie ist weg. Schade. Meine Kult-Bodeneinheiten da noch. Knall ich einfach zwei rauf, um sicher zu gehen. Denn wir haben es ja. Obwohl, warte mal. Zack, eins und zwei. So, das sollte reichen. 5-6. Wir schlagen uns gut eigentlich. Finde ich. Zu sehen, dass ich ein bisschen die Geschwindigkeit reduziere. Und da kommen schon die ganzen Kollegen. Ja, hier hagelt es ordentlich. Wo ist die Barfiff? Da haben wir sie. 13 Sekunden, aber Freunde sind auf dem Weg. Zu schnell, zu schnell. Konnte ich nicht schnell genug reagieren, leider. Ja, Focker, komm bald noch rauf. Freu dich, dass du mal einen Kill gemacht hast. Das ist okay. G13 Haze 1991, bro. Gott, oh Gott, ey. Ich bin aber gespannt, wenn es hier 6x 1000 Kilo gibt. Da werde ich mich noch ein bisschen hinterklemmen und dann, ob ich das hier tatsächlich, dass ich das dann auch mal zeigen kann. Ich glaube 6, oh, pass mal auf die Wellington Bullets. Ich glaube 6x 1000 Kilo ist eine ordentliche Ladung. Was schaffen wir das? Müssen wir auf jeden Fall schaffen. Come on! Wir sprayen ganz schön. Aber ich werde auch verfolgt. Jetzt kann ich leider gar nichts mehr machen. Mein Crit war noch drin. So, die Dornier will, glaube ich, jetzt auch rauf. Schade, die Welling brennt nicht. Sonst würde sie abbrennen oder zumindest mal Motorschaden verursachen. Leider kann ich jetzt nur noch dumm rumfliegen. Treibstofftank. Komm, brenn ab. Bitte, bitte, brenn ab. Ja, da geht's auch weiter. Flugzeug zerstört. Alles klar. Ich glaube, die Wellington macht sich auch gleich noch hinüber. Über den Jordan. Spitfire ist im Arsch. Ich würde selber jetzt raufgehen, aber ich kann nicht akkurat genug zielen. Oh, guckt euch das an. War nicht so schlecht. Ich steig manchmal nicht sofort aus, weil solange der noch schießt und jemand noch relativ nah ist, ich habe dann auch schon so noch einen Kollegen kaputt gemacht, ne? Deswegen bin ich da erstmal vorsichtig. So, die Ladung ist in Ordnung. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt noch mit so einer Ladung machen soll, obwohl ein paar Einheiten sind ja noch da. Kommen wir denn mal rein heute noch? Please? Ja, sieht doch gut aus. Das ist doch mein Bruder da, ne? Das ist er doch. Ja? Hier, also B17, das ist nicht mein Bruder. Eigentlich ist es schon mein Bruder. Also, die Wellington. So, ich will mir den Kollegen noch holen. Jetzt gibt es bestimmt wieder eine Abschusshilfe, obwohl ich ja den Schaden gemacht habe, den meisten. Wir hatten ja das Thema erst schon. Ich habe das ja schon im Video angesprochen. Oh, ich glaube, die Geschwindigkeit wird zu schnell
abnehmen. Yep, 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 yep. Ich fliege einfach weiter hinterher. Ja, wir sind kritisch. Skill, man. Ich kann auch die Bomben jetzt nicht abwerfen, weil ich dann nur noch Schnittpunkt treffen würde. Solange er noch schießt, war es eine Abschusshilfe. Scheiße. Okay, egal. Unser Stützpunkt ist kaputt. Ah, das war knapp. Warte, Faust. Wieder mal. Ja, da sein letzten, das war wieder letzte Abspritzer, sozusagen. Schnell noch die Bomben rausgeklinkt, ne? Und andere mit dem Tod gerissen. In dem Fall ja uns. Weil wir haben ja verloren. Diesmal sind wir Sechster. Oh, wir haben es relativ gut geschlagen. Wie gesagt, jetzt nochmal, ich habe das ja in einem anderen Video auch schon mal erwähnt, wenn ihr Kohle braucht, haut einfach alle eure Bomber rein und fliegt auch mit den Dingern. Ne? Haltet euch ein bisschen dran, so wie ich das gemacht habe. Je nach Karte müsst ihr natürlich auch abpassen. Ne? Es gibt Karten, da könnt ihr einfach nicht so fliegen, wie ich, wie auf jetzt so freiem Feld. Ne? Einfach jetzt zum Beispiel hier wie afrikanischer Canyon oder so. Da kannst du nicht einfach so tief fliegen die ganze Zeit. Ne? Und da passieren auch die meisten Abstürze. Weil wenn ihr da kritisch getroffen werdet, dann habt ihr einfach nicht genug Möglichkeiten, um jetzt, sagen wir, Kreise zu fliegen. Weil manchmal kann man das Ding einfach nicht mehr richtig steuern oder so. Ne? Also wie gesagt, aber ansonsten nehmt euch die Bomber. Wie gesagt, die amerikanischen Bomber sind auf jeden Fall gut. Und ja, als zweites würde ich dann, wie gesagt, deutsche Bomber nehmen. Und dann kommen halt, wie gesagt, die Japaner und dann eigentlich erst die Briten. Aber das ist auch Ansichtssache. Manche sagen, die Briten sind besser als die Japaner. Ich sag's genau andersrum. Aber wie gesagt, aber wenn ihr Kohle, relativ schnell Kohle zusammenfahren wollt, dann fliegt noch einmal 2 Stunden hier mit den Bombern, ne? Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geradeaus fliegen könnt und jetzt irgendwie nicht noch Berge irgendwie vor euch sind, dann wechselt auch mal auf die Heckschützenansicht und versucht den selber abzuschießen. Dafür gibt's auch irgendwann Erfolg, da gibt's dann auch relativ viel Kohle, glaube ich. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, ihr fandet das unterhaltsam. Ich werde demnächst noch ein paar mehr machen mit anderen Bombern und ja, ich hoffe, ihr schaut dann auch